Hier sehen wir den Lachs. Das ist ein schottischer Wildlachs mit der Qualitätsstufe Label Rouge. Das ist die höchste Qualitätsstufe, die man kaufen kann. Und dann kann man erkennen, die Kiemen zu einem ein schönes leuchtendes Rot. Des Weiteren ist das Fleisch, kann man überprüfen durch einen Druckpunkt, wenn das Fleisch dann gleich wieder zurückkommt, wie hier, wie es hier schön zu sehen ist. Es kommt gleich direkt wieder hoch. Es ist einfach von der Qualität her, von der Frische von dem Fisch, ist es einfach das Optimale. Wenn die Augen klar sind, wie hier, das ist auch ein ganz tolles Qualitätsmerkmal, um zu schauen, ob der Fisch frisch ist oder nicht. Zum Filetieren, ich nehme den Lachs immer genau vor mir, dass der Bauch vor mir ist und gehe dann hier rein. Mit dem Messer werden wir als erstes hinter der Flosse anfangen reinzuschneiden, dass ich ein kleines bisschen Druck aufbauen kann und gehe dann nun hier mit dem Messer rein und in dem Halbkreis gehen wir bis oben, bis zur Mittelkrete. Man spürt das genau, wenn man hier angekommen ist. Dann geht man mit dem Messer einmal rechts rüber und dann fängt man an, den Fisch runterzuziehen. Man kann direkt beim Schneiden spürt man, wenn man mit dem Messer schön auf der Mittelkrete ist und dann muss man einfach mit ein kleines bisschen Gefühl an die Sache rangehen und dann das Stück. Es ist ja auch wichtig, wenn man so einen Qualitätslachs hat, dass es natürlich dann auch ordentlich ausschaut. So, hier wurde der Schnitt gesetzt und dann nehmen wir den jetzt einmal runter. Und dann haben wir hier den Lachs. Man sieht genau, es wurde direkt auf der Mittelkrete entlang geschnitten. Natürlich, um möglichst viel Fleisch von dem Fisch herauszubekommen. Es wäre wirklich schade, wenn man mit dem Messer nicht genügend Druck auf die Mittelkrete gibt, würde da noch viel zu viel Fleisch dranhängen. Wie gesagt, man hat nicht so viel von dem tollen Produkt. Jetzt wird der ganze Fisch rumgedreht, dass er mit dem Rücken zu einem selber liegt. Und dann das gleiche Spiel wieder. Wir gehen hier rein, fahren mit dem Messer in dem Halbkreis bis runter an die Mittelkrete, drehen das Messer und fahren dann einmal komplett rüber. Sind jetzt wieder direkt auf der Mittelkrete. Man kann mit dem Messer hier nicht weiter reingehen. Und man sollte auch nicht weiter reingehen, nämlich wenn man hier die Mittelkrete durchschneidet, tut man sich sehr, sehr schwer, den Fisch nachher optimal zu filetieren. Dann gehen wir hier rein und wir geben ein kleines bisschen Zug auf den Kopf. Und dann machen wir das gleiche Spiel wie vorher. Wir gehen rein. Da ist natürlich auch ein bisschen Druck vonnöten, weil man anfangs an hier in diesem Bereich sitzen die großen Kreten von dem Fisch. Man sieht es hier direkt. Und da muss man natürlich mit dem Messer schneidet man hier die Kreten als erstes durch. Ab dem Punkt, der wird hier ungefähr sein, geht es leichter, das zu schneiden. Ja. Die zweite Seite ist immer etwas schwieriger zu filetieren. Durch das bei der oberen Seite kann man schön direkt reinfahren und runterziehen. Die untere Seite ist immer etwas schwieriger, weil er nicht mehr genau sitzt. Ja, also da muss man bei der unteren Seite muss man immer ein bisschen mehr aufpassen. So, der Lachs wurde von der Karkasse genommen. Jetzt sind wir dran, die großen Gräten vom Bauchlappen werden wir entfernen. Hier kann man sehen, die Gräten sind recht lang und gehen dann runter bis hier ungefähr. Dafür werden wir jetzt als erstes hier reingehen, mit dem Messer mit der Schneidefläche nach oben, um als erstes die oberen Gräten abzulösen. Einfach nur hochgeschnitten. Das hat den Sinn, dass wir nachher einmal hier schön reinkommen. Jetzt gehe ich mit dem Messer dran und mache das mit langen Zügen. Es ist wichtig, dass man bei einem Fisch immer mit langen und gleichmäßigen Schnitten arbeitet. Würde ich jetzt hier zu viele kleine Schnitte machen in dem Prozess, würde es nachher ausschauen, wie wenn ich das Ding mit einer Kettensäge bearbeitet hätte.
lange Schnitte und gehen bis ganz runter und ziehen es hier bis vor. So werden wir da im Lachs haben. Dann sieht man hier schon abgeschnitten, hier komplett. Und hier haben wir schon eine gewisse Form gegeben. Das hier wird jetzt alles abgeschnitten. So, das ist der komplette Bauchlappen, der weggeschnitten wurde, inklusive den Gräten. Dann werden wir jetzt der obere Teil, den werden wir auch noch komplett wegschneiden. Auch immer wieder dran denken, wir setzen lange Schnitte, um das Ganze sauber zu haben. Hier muss man natürlich etwas mehr Druck drauf geben, um die Haut mit durchzuschneiden. Die Haut ist ein bisschen ledrig, von dem her braucht man da keine Angst haben, mehr Druck aufzuwenden. So, und dann hat man das. Das war das andere Teil. Und so habe ich jetzt eine perfekte Loin. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.